Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Scum. So, würde sagen, heute looten wir mal. Jetzt habe ich ja auch ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Game. Wir sind hier. Okay, dann können wir direkt eigentlich aufs große Airfield laufen, würde ich sagen. So, mal gucken. So, mal schauen. Lauf Forest. Das da drüben ist nix. Scum macht mir echt persönlich momentan sehr, sehr viel Spaß. Ich finde das Game mega geil. Nach den ganzen Enttäuschungen von Daisy und so weiter und so fort. Was ja, ups, ich laufe wieder in die falsche Richtung. Nein! Hier lang. Was ich persönlich ja mir sehr zu Herzen genommen habe, sage ich einfach mal. Dass ich damals so viel Geld ausgegeben habe für Daisy. Alter, warum leckt dieses Game schon wieder? Das ist halt der einzigste Nachteil an dem Game. Es leckt noch übelst. Es kam jetzt ein Update, dass die Performance besser sein soll auf den Servern, aber davon merke ich gerade nichts. So, man muss kurz Pause machen hier. Was ich sagen wollte, ich finde es halt einfach von den Entwicklern eine absolute Frechheit. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, dass Daisy auf dem PC damals, also man, ich glaube 30 oder 40 Euro bezahlt hat, es eigentlich nie was passiert ist, es Ewigkeiten gedauert hat, bis man Patch kam. Und wenn man Patch kam, die Entwickler alles versaut haben, weil sie alles schlechter gemacht haben als vorher. Und dann haben sie endlich die Beta angekündigt, ja, damit ist alles besser, bla 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 bla. Und das ist der Meilenstein für Daisy und Mistgabel, geil. Das ist der Meilenstein für Daisy, damit wird alles besser und bla 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 bla. Und die Beta, die 063, ich glaube es ist die 063, jetzt noch nicht auf den Live-Servern ist, sondern immer noch auf den Experimental und aber schon lange auf der Xbox. Diese Version raus ist, und das zeigt mir einfach, dass Bohemia sich momentan wirklich ein Dreck für die PC-Community interessiert, sondern einfach nur auf Profit aus ist. Tut mir leid. Ruhmpunkte 2, wo habe ich denn die her? Ich habe doch gar nichts gemacht, ich laufe doch nur. Und das persönlich finde ich echt ein bisschen mies von Bohemia. So viele Spieler haben damals geholfen, DayZ aufzubauen, haben ihnen ihr Geld gegeben. Halt unterstützt ja auch, wenn du dir einen Early Access Titel kaufst, die Entwickler damit sie das Game besser programmieren können und so weiter und so fort. Und es ist bis heute gar nichts passiert und gut. Und dann wundern sie sich, dass so viele jetzt Scum spielen. Ich glaube, das hat an einem Tag, am ersten Tag, wo es kam, 250.000 verkauft. Ist auch ein geiles Game, es macht auch Spaß, und wenn die Entwickler da hinten dran sind, nicht so wie bei Daisy, kann da echt ein geiles Spiel draus werden. Was ist denn das? Kann man da Sonnenblumenkerne? Kann man das essen? Oh, das kann man essen. Rein in den Hals, egal was es ist. So. Ein Knasti hat Schlimmeres erlebt im Knast. Also ein paar Sonnenblumenkerne, für den ist sowas ein 4-Sterne-Menü. Aber meistens ist ja das Knastfutter richtig schlecht. So. Es gab ja jetzt auch voll die Diskussion zwischen den Spielern und den Entwicklern. Die ganzen Tätowierungen, die Hakenkreuze oder die 88 und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, warum. Was war das? Warum die Leute sich da so immer noch nach so vielen Jahren drüber aufregen. Ganz ehrlich, das Thema ist jetzt mittlerweile auch schon ausgelutscht. Jeder weiß, was damals passiert ist in der Zeit, also 1930. Das ist schon so oft jetzt durchgekaut worden, jeder weiß es. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der das nicht weiß. Irgendwann sollte man das Thema doch einfach mal gut sein lassen. Was zu trinken, das nehme ich natürlich mit. Was ist denn das?
Oh, Schuhe. Ich habe neue Schuhe. Juhu. Sonderschlussverkauf. Wie? Oh, eine Dose Essen. Hier muss ja niemand wissen, dass wir ein Knacki sind. So. Mal umziehen. So. Das. Was gibt's denn? Das ist irgendwo ein Tier. Oh, und Pferd. Komm mal her. Komm mal her, willst du was trinken? Nee, renn doch nicht weg. Komm her. Oh Mann. Wie gesagt, das Thema sollte man jetzt einfach mal gut sein lassen. Es nervt einfach momentan nur noch. Vor allem halt auch in der aktuellen Situation. Man hört überall denselben Scheiß. Bla 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 bla. Nach, boah, wo war das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Da, wo der deutsche Mitbürger abgestochen worden ist. Man hört dann einfach nur Nazis, Nazis, Nazis. Es nervt wirklich nur noch. So. Das ist, man sollte wirklich einfach jetzt mal gut sein lassen. Und es nervt einfach nur noch. Und finde ich. Jeder weiß es, jeder hat. Ach du Scheiße. Jeder weiß es, jeder hat es gelernt. Man lernt es ja auch in der Schule. So, Alter, aber jetzt mal zurück zu Scams. So. Sind wir gleich am Airfield. Ein Stückchen haben wir noch. Rennt hier mit der Flasche, die hat er klaut. Geklaut hier. So, wow. Lass mir die Polizei hinterher wegen der Flasche. Es gibt leider viel zu oft. Trink all. Wir trinken jetzt einfach die Flasche rein hier. Er hockt im Busch und trinkt. Er trinkt Beweismittel. So. Niemand kann mir was sagen. Ich habe nichts geklaut. Das habe ich, ganz ehrlich, ich habe das mal in Amerika gesehen, also nicht live, sondern ich glaube in einem Video. Facebook kann das sein. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat da einer irgendwie auch noch irgendwas zu essen oder zu trinken geklaut oder so. Keine Ahnung. Und dann Polizei hinterher mit vier Streifenwagen und haben auf ihn geschossen und hin und her und boah, haben ihn zu Boden. Der hat zum Glück überlebt, ja, mit Pfosten. Aber weil ein Mensch Hunger hat und Durst, ihn so zu behandeln, da sollten sich die Menschen echt mal fragen, was wir dagegen tun können, dass überhaupt, dass jemand klauen muss, weil er Hunger und Durst hat. Ob da nicht irgendwas in unserem System schief läuft. Und da läuft momentan einiges schief. Es kann nicht sein, dass halt, ich muss auch kurz was trinken, einen kleinen Moment. Entschuldigung. Dass Rentner hingehen müssen und sich Essen klauen müssen, weil die Rente nicht reicht, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Was finde ich eine Sauerei. Und ich merke es halt auch auf meiner Arbeitsstelle. Ich muss dazu sagen, meine Chefin und mein Chef sind sehr, sehr großzügige und sehr liebevolle Menschen. Viele Grüße, wenn ihr das seht. Die haben einen YouTube-Kanal. Sind sehr großzügige Menschen, weil ich arbeite ja in der Pizzeria. Und da kam es halt schon öfter mal vor, dass jemand kam, der gesagt hat, ich habe Hunger, könnt ihr mir was ausschreiben? Und die haben das sofort getan. Aber dass sowas überhaupt nötig ist, darum geht's, dass man sich ja heutzutage einfach nicht mal eine Pizza leisten kann für 5, 6 Euro, das ist schon einfach ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, mein Chef ist da so, meine Chefin natürlich auch, sehr, sehr großzügige Menschen und auch sehr liebevoll. Und das rechne ich denen auch hoch an. Auch mir und meiner haben sie schon aus der
scheiße geholfen, wo es mal knapp war mit dem Geld. Und solche Menschen findet man heutzutage ganz, 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 ganz selten. So. Alter, wie viel? Ich schraub jetzt bis da hinten hin. 3 Folgen lang. Boah, ich hoffe, hier ist jetzt keiner, Alter. Ich habe nichts mit meiner Bumme. Da müssen wir wegen dem Max aufpassen. Da vorne ist schon so ein scheiß Mac. Ist aber das erste Mal, dass ich oft von der Seite komme. So. No. Erstmal durchatmen hier. So. Du, schön in den Baumstamm. Du. 30%, naja. Ich glaube, wir müssen uns vorher nochmal ausruhen. Okay, da ist ein Mac. Sonst müssten wir die Bunker looten. Da ist einer. Ach du Scheiße, da ist auch einer. Jetzt kommt gleich wieder Prisoner. Leave this area immediately. So. Lass mal auch so mal regenerieren, dass wir da in die Halle da kommen. Bevor der Sack zurückkommt. Ah nee, Mann, mach doch nicht diesen. Verzieht, oh, er verzieht sich. Okay, 25% müsste reichen eigentlich. Schnell, 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 schnell. Lauf, Forrest, lauf. Mach die scheiß Tür zu. Tür zu. Ob es hier irgendwas gibt. Ich denke mal nicht, dass es hier auf dem Airfield noch was gibt. Und 64 Leute, sind 64 Leute drauf. Wird 100 Pro schon alles gelootet sein. Und ich habe auch keine Ahnung, wie es hier mit dem Loot Respawn ist. Kippen. Ne, reicht, dass ich in Real Life rauch. Muss nicht noch im Game sein. Was ist das? Das mache ich mal. Hallo. Hier, da ist der Penner. No Forest. Da gibt es eh nur Schmutz. Ich laufe jetzt mal in die große Halle. Gibt es hier irgendwo was? Da stehen nämlich auch Militärdinger. Ich hoffe nur, dass der Mac hier jetzt nicht gleich reinkommt. Nichts. Und eine Militärmütze nehme ich. Hallo, ich bin vom Militär. Wow. Was, wie hat denn der denn geredet? Wo, wie redet denn der auf einmal? Ach du Scheiße, mach doch nicht Auge, Mann. Mach zu. Toll, jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Pistel, da was ist schon damit? Das mit die Muni nehme ich mal. Scheiße. Eine Granate. Besser als nichts. Hier noch eine Granate. Und hier unten? Ja. Okay, da ist noch einer. Du Scheiße, Alter. Naja, ist ja gut. Ballern sie schon. Es gibt so nicht, dass es hier nicht mal eine Wumme gibt. Ich wollte nur eine scheiß Wumme. Jojojojo, ist ja gut, ist ja gut. Du richtig brauner. Mach doch die Scheiße, mach die Scheiße.
Rucksack wäre nicht schlecht. Hier. Ich kann mal einen töten mit der Granate, wenn er irgendwo im Gebäude hockt. Drei und die auf die vier. So. Wir müssen echt gucken, dass wir zu den Bunkern kommen. Hä? Da hinten ballert einer. Ach du Scheiße, ich bin hier voll eingekesselt. Scheiß Max, verzieht euch. Schrott. Was ist mal da? Das ist jetzt echt nicht so. Hm, da haben wir. Besser als nichts, ganz ehrlich. Und da in den Bunker rein. Schnell, 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 schnell. Oh shit, da ist schon einer. Haben wir ihn erwischt? Natürlich. Oh lol! Komm! In your scheiß face! Der muss doch mal verrecken, Alter! Wie wesselt der aus? Stirb, du Bastardsohn! Nein! Nein! Fuck you! Was? Was? Warum hat die Granate ihn nicht gekillt? Scheiße! Boah, wir sind so scheiße gespawnt. Ich bring mich mal kurz um. So. Scheiße. Warum hat die Granate, wie viele Schläge hat der Typ ausgehalten? Hockt er natürlich gerade da im Bunker, wo wir... Was sind wir jetzt? Oh, wir sind sogar... Alter, wir sind schon mit in der Nähe vom Airfield. Ach, toll, aber da ist der Typ halt, ne? Hm, der nennt man eine Wumme nichts. Wir probieren es einfach nochmal. Karate Kid gegen Rambo. Das war irgendwie lustig. Ach ja. Das gibt's aber nicht, Alter, dass die Granaten ihn nicht gekillt haben. Scheiße. Jetzt habe ich die Handgranaten nämlich genau. Oder die Handgranaten genau dahin geschmissen, wo er war. Ah, ich muss mal richtig hinsetzen, Alter. Die Frage ist nur, wo können wir looten? Wir wissen, wo er ist. Ich könnte ihn sogar killen, wenn wir eine Wumme finden würden. Er kann nicht alles mitnehmen, das ist das Gute. Aber ich glaube nicht, dass der das war, der geballert hat. Da muss irgendwo noch ein anderer sein. Was der Typ ausgehalten hat, Alter. Ich habe ihm so oft ins Gesicht getreten. Also im Spiel. So. Oh, kurz was getrunken. Entschuldigung an der Stelle. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Leben er hat. Sonst würde ich es nochmal probieren. Aber Mist, ich hätte das Küchenmesser mitnehmen sollen. Nein. Abstechen können die Sau. Okay, er war da hinten in einem der Bunker. Dann lässt er jetzt erstmal rauskommen. Wie machen wir das jetzt am besten? Hm, oh Mann, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Sorry.
Naja, so richtig weiß ich auch. Woraus hier die Max kommt. Also das mit der Ausdauer sollten sie echt noch mal fixen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Finde ich. So, es wäre vor allem schön, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet, würde ich mich sehr darüber freuen. Und einen Daumen nach oben. Das wäre supi. Dann weiß ich, dass es euch gefällt, die Videos. Hier sind wir rausgekommen. Hat jetzt, da war einer in dem hinteren Bunker, ne? Können wir die gehen und gucken, welcher mal da Glück. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wenn uns jetzt der Maxi das RIP. Ich hoffe, da ist jetzt keiner drin, Alter. Na klar. Na klar. Na klar. Ach, hau ab, Mann. Alter. Gibt's halt auch nichts, Alter. Really? Ernsthaft? Oh, eine Hüfttasche. Wow. Damit kann ich auch ballern. Alter, das gibt's doch nicht. Du musst doch irgendwo eine Waffe geben oder so. Really? Really? Komm schon. Ernsthaft jetzt, dass es hier nichts gibt? Es kann doch nicht sein, dass die hier alles mitgenommen haben. Lächerlich, Mann. Das ist wirklich ein bisschen lächerlich. Wow, eine Einsatzweste. Wow. Was ist hier? Papier, Alter, Trick. Hier drüben ist die Tür auf. Da ist auch ein Zombie, hier ist wahrscheinlich einer. Alter, der hätte doch mal ruhig was da lassen können, oder? Hey, wie kann man denn alles mitnehmen? Es geht doch gar nicht. So lächerlich, Mann. Nimm mal eine Pistole oder so. Alter, ist ein Scheiß ernst. Alter. Die gibt's nicht auf diesem Kack-Server. Toll. Wow, eine Werkzeugkiste. Ja, den Schmutz hat er da gelassen, natürlich. Alter, der kann doch nicht alle Wummen und so mitgenommen haben. Das geht doch gar nicht. Kann maximal 3 Wummen tragen. Und hier gibt es angeblich auf dem ganzen Airfield keine einzige Wumme. Okay. Ohne Pistole, wow. Jetzt geht mal ein bisschen Neck oder so, Alter. Natürlich nicht. Natürlich. Taktischer Pullover. Dafür die AK nehme ich. Komm, jetzt gib doch mal, dann mach ich Auge. Okay, wie soll ich jetzt Muni, Alter? Okay, wenigstens eine Wumme, Alter. Damit können wir schon mal arbeiten.
brauche ich noch eine Muni für die Piste. Dann bin ich happy. Alter. Wie kann es denn bitte sein, dass es hier nichts gibt? Wo? Na klasse. Naja, gut, dann war's das für diese Folge. Ist halt dumm gelaufen heute. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich mit mehr Glück. Tschö mit Ö. Das war eine tolle Folge Scum. Leider hatten wir diesmal kein Glück. Wir haben versucht, mit unseren Karatenkünsten eins umzubringen, der eine Pumpe hatte. Er hat uns auch nicht getroffen. Und dann wurden wir nochmal dumm getötet. Naja, passiert. Ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen mehr Glück und rasieren ordentlich durch. Ein paar Kills müssen ja drin sein. Im Stream haben wir es ja auch geschafft. Hier unten seht ihr dann ein Preview-Video von dem Let's Play, was noch kommen wird. Hier. Ne, hier. Da. Das sind Playlist. Würde mich freuen, wenn ihr mal draufklicken würdet. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir ein Abo da. Es kostet nichts. Viele denken ja immer noch, ein Abo auf YouTube würde was kosten. Ist völlig kostenlos. Ihr könnt mich da unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö mit Ö.